Hallo, willkommen auf der Baustelle Danioplatz. Mein Name ist Gerhard Rieger und ich bin Projektleiter. Hallo, ich darf euch wieder zu einer neuen Episode hier auf der Baustelle Danioplatz begrüßen. Einem Projekt mit der S&B und das sollen wir gemeinsam. Anlässlich der Fertigstellung des Rohbaus zeige ich euch mal die Highlights des Bauteils 2. Aber bevor wir uns jetzt den Bauplatz 2 anschauen, zeige ich euch noch ein Detail, nämlich die Überplattung der Autobahnzufahrt. Wir befinden uns hier jetzt im Bereich der Autobahnzufahrtsüberplattung. Die ist jetzt bereits 80% fertiggestellt worden. Ein Teil wird zurückgelassen, da wir das aufgrund von baulogistischen Themen brauchen. Wir haben hier Träger hier vor Ort betoniert, weil sie aufgrund der Größe nicht angeliefert werden konnten. Der größte Träger hat in etwa 80 Tonnen und eine Spannweite von 28 Metern. Kommt mit, ich zeige ihn euch mal. Hier oben rechts könnt ihr ihn sehen. Wie ich eingangs erwähnt habe, ist die Überplattung nur zu 80%. Das ist aus diesem Grund, da wir sonst in eine andere Richtlinie gefallen wären und einen Tunnel gehabt hätten. Hier hinten seht ihr die Öffnungen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal von oben an. Jetzt sind wir im dritten Geschoss des Bauteils 2 angekommen und können rechter Hand runterblicken auf die Überplattung. Hier unten sehen wir, dass die Fertigteile schon teilweise eingebracht worden sind, aber noch der Aufbeton fehlt. Bewehrungen sind teilweise schon verlegt und werden im nächsten Zuge fertiggestellt und ausbetoniert. Wenn die Betonfertigteile und der Aufbeton erledigt sind, wird eine Schwarzabdichtung aufgebracht und vom Landschaftsgärtner wird die Oberfläche beplant und auch bepflanzt. Am Ende des Tages wird das alles grün sein und auch noch zusätzlich haben wir Urban Gardening vorgesehen für die Nutzung durch die Mieter. Jetzt sind wir in einer Waterfront-Wohnung angekommen. Hinter mir könnt ihr den fantastischen Ausblick sehen. Aufgrund der Skelettbauweise haben wir es geschafft, keine Außenwände zu haben, sondern eine umlaufende Fassade. Auch ein weiteres Highlight ist die raumhohe Fassade und die umlaufenden Balkon- und Freiflächen. Auch ein nettes Detail, wenn wir schon hier stehen, hinter mir der gesamte Bereich Richtung Donau nach vorne wird von uns neu gestaltet. Wir haben extra einen Freiraumplaner genommen, der hier diesen ganzen Bereich umgeplant hat und es wird alles begrünt und neue Sitzgelegenheiten geschaffen und auch vorne entlang der Donau wird ein etwa 30 Meter langer Steg errichtet von uns, der von der Allgemeinheit auch genutzt werden kann, nicht nur von den Bewohnern des Hauses Danioplatz. Und jetzt nehme ich euch noch mit ins Dachgeschoss. Jetzt sind wir hier im Dachgeschoss angekommen und lasst einfach mal den Blick hinter mir auf euch wirken. Was ich euch heute noch zeigen möchte ist, nachdem der Rohbau jetzt fertiggestellt wurde, beginnen wir mit den Ausbauarbeiten. Und als erstes Stück der Ausbauarbeiten brauchen wir natürlich die Fassade. Hier auf der rechten Seite seht ihr das erste Musterstück der Fassade, welches jetzt sukzessive eingebaut wird. Wichtig war uns auch die Gestaltung, nicht nur außen hochwertig zu halten, auch die Innenbereichsoberflächen hochwertig und großzügig zu gestalten. Wir befinden uns hier quasi im Gangbereich, im dritten Obergeschoss und hinter mir seht ihr die Großzügigkeit und auch diese Deckendurchbrüche, die quasi vom Erdgeschoss bis nach oben ins Dachgeschoss gehen, schaffen eine hohe Qualität und ein nettes, freundliches Ambiente. So, jetzt sind wir heute auch schon wieder am Ende meiner Führung angekommen. Wir befinden uns hier im Erdgeschoss, im Eingangsbereich, welcher auch nochmal alle Vorzüge dieses Wohnbaus hervorstreicht, aufgrund der Helligkeit, der hohen Raumhöhen und der Großzügigkeit. An dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden und wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es, teilt es oder abonniert unseren Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Ciao!